Hallo und herzlich willkommen zum 1889F Fan Talk, zum Aftermatch Talk, so muss es richtig heißen, direkt noch aus dem Stadion nach dem Spiel gegen die Gäste vom SSV Ulm. Ja, die Regensburger, sie fahren ihre ersten 3 Punkte ein in dieser Zweitligasaison, nachdem es zuerst im ersten Spiel dieser Saison auswärts gegen Hannover nichts Zählbares gegeben hatte. Jetzt umso größer die Freude, 3 Punkte. Und neben mir ist auch der Andi. Andi, grüß dich, servus, gerade eben noch am Turmfunkmikro und jetzt schon am 1889 FM-Mikro. Ja, so ist es. Hallo auch nochmal hier in diesem Format. Ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein. Das Ergebnis hast du ja vorher weggenommen. Von dem her sitzen wir jetzt relativ entspannt da und mit breiter Brust, würde ich sagen. Trotzdem war es ein sehr hartes Stück Arbeit. Ich glaube, das kann man auch so klar und deutlich formulieren. Gehen wir mal rein in die erste Halbzeit. Schon nach einer Minute hat man den Torschrei auf den Lippen, soweit ich mich richtig erinnere. Da gab es eine Co-Produktion von unseren 2-9. Kai Brüger hat sich da gut durchgesetzt. Auf der Außenbahn hat das Ding reingeflankt und Christian Kühlbetter hat Richtung Tor geköpft, hat ihn jetzt nicht aufs Tor gebracht, aber sah zumindest gleich mal nach Fußball aus. Ja, genau, es war ein munterer Beginn, wie du es richtig gesagt hast, und dieser muntere Beginn hielt dann eigentlich auch an. Ich glaube, in der zweiten Minute hat man wieder direkt auch nochmal eine Chance und in der dritten Minute, wenn ich jetzt richtig informiert bin, gleich die erste Ecke. Also da ging es gleich im Minutentakt sehr, sehr gut los. Und auch so hatten die Regensburger dann in der Folge eigentlich keine wirklichen Probleme mit der Partie, haben die Partie schnell in den Griff bekommen, haben ihren Stempel da aufgedrückt und dann war eigentlich so die ersten 20, 25 Minuten von Ulm nicht wirklich was zu sehen. Die Regensburger immer wieder mit Nadelstichen, kleinen Torannäherungen, auch mal mit dem ein oder anderen Distanzschuss, kam zwar nichts Zählbares dabei raus, aber immerhin, wir haben Ulm vom Tor weggehalten. Und bis dahin war eigentlich ein Gegentor nie wirklich in Gefahr, so muss man ehrlicherweise sagen. Vollkommen richtig, ja. Vor allem, es war auffällig, unser starkes Pressing von Beginn an. Die Ulmer haben sich in den Kopf gesetzt, sie wollen es hinten raus kombinieren, haben da folgerichtig dann schon in der Anfangszeit des Öfteren Fehler eingestreut, eben weil wir mit 3-4 Mann ordentlich draufgegangen sind. Da gab es dann mehrere Einwürfe auf Strafraumhöhe. Und so haben wir sie unter Druck gesetzt und haben uns zumindest immer wieder in Richtung Tor bewegt und haben auf jeden Fall auch ein optisches Übergewicht uns erspielt, dass wir die komplette erste Halbzeit, so kann man schon vorwegnehmen, auf jeden Fall aufrechterhalten konnten. Und in Ulmern habe ich bis zur 45. Minute tatsächlich keine einzige Gelegenheit notiert. Genau so ist es. Also wenn wir da auf unseren Zettel schauen, dann ist da gähnende Leere. So müssen wir es betiteln, soll gar nicht disrespektierlich gemeint sein. Aber wir haben einfach nichts gefunden, was wir aufschreiben hätten können. Dafür Andi in der 35. Minute und da stand dann nämlich guter Gold richtig und netzt ein zum Tor des Tages. Vielleicht nochmal aus deiner Sicht die Situation, wie ist es entstanden? Vielleicht auch ein bisschen glücklich, gab ja vorher 1-2 Kopfbälle, die da so ein bisschen durch den 16er gewabert sind und dann steht guter da und haut das Ding rein. Ja, der steht da und haut es rein, aber das muss man auch erstmal machen und vor allem, er hat es wirklich mit vollem Selbstbewusstsein und kompromisslos gemacht. Also er hat das Ding dann wirklich ordentlich in die Maschen getreten, nachdem eben ein Freistoß, ja eigentlich aus dem Mittelkreis fast, getreten wurde, ich glaube von Schönfelder. Und dann war da irgendwo Brönig auch noch ein bisschen mitbeteiligt, zumindest aus meiner Sicht. Ich habe ja noch keine Fernsehbilder gesehen, auf jeden Fall war da noch jemand mitbeteiligt. Und am Ende springt der Ball ein bisschen unkoordiniert durch den Strafraum und Kota sagt Dankeschön. Und mit all dem Selbstbewusstsein, dass er sich natürlich nicht zuletzt in den Relegationsspielen geholt hat, als er da schon der hervorstechende Mann war, haut er jetzt hier auch im ersten Heimspiel der Saison zum Siegtor den Ball in die Maschen. Genauso ist es, dann geht es eigentlich relativ hitzig fast noch in die Halbzeitpause, so die letzten 5 Minuten vor der Halbzeit wurde es dann nochmal hitzig, da haben auch dann die Ulmer natürlich nochmal alles probiert, hier vor dem Pausentee nochmal auf 1-1 zu stellen, das ist bekanntermaßen nicht gelungen. Und dann geht es in die zweite Halbzeit rein, wenn wir direkt da reinspringen wollen. Und die Regensburger eigentlich erstmal ein bisschen mit dem Rückzug, so möchte ich es nennen. Da wurde dann wirklich in den ersten gut 20 Minuten bis zur 65. Minute die Ulmer wesentlich griffiger, wesentlich besser, auch wesentlich spritziger und aggressiver. Ich denke da an die beste Situation aus dem Schuss aus der zweiten Reihe von Felix Hiegel aus der 50. Minute. Der da den Ball nur knapp am Pfosten von Felix Gebhardt vorbeisetzt, der dann auch postwendend darauf seine Vordermannen aber mal so richtig zur Sau macht. Vielleicht kannst du dich nur an die Situation erinnern. Ja, ja, ja.
Ja, das war mit Sicherheit so die prägendste Chance in dieser doch Sturm- und Drangphase der Gäste. Ja, man muss aber dazu sagen, Felix Gebhardt hat da versucht einzuwirken und seine Mannen aufzurütteln. Das hat aber jetzt nicht umgehend gefruchtet, weil, ja, wenn man es jetzt auf der Uhr festmachen möchte, so bis zur 65. muss ich sagen, sind wir schon arg ins Wanken geraten. Das hat sich dann in erster Linie in Eckbällen wiedergespiegelt. Du hast es ja während der Übertragung auch gesagt, da bis zur Halbzeit hat man da auch keinen einzigen bei Ulm, weil die ja so gut wie nie eigentlich bei uns überhaupt in Strafraumnähe waren. Und dann haben sie innerhalb der ersten 15, 20 Minuten hier in der zweiten Halbzeit gleich 4 Stück angesammelt, die allesamt schon mehr oder weniger gefährlich reingesegelt sind. Und ich meine, so ein Eckball, da kann immer mal was durchrutschen. Und ja, also da muss ich sagen, da bin ich schon arg ins Zittern geraten, weil das war mit Sicherheit die schlechteste Phase, die wir jetzt am heutigen Tage hatten. Und da hätten wir uns wahrscheinlich auch nicht beschweren können, wenn dann irgendwann vielleicht doch einer mal reingekullert wäre. Genauso ist es. Die Regensburger haben sich dann aber gefangen. Ich erinnere mich da an den satten Schuss von Kai Bröger in der 70. Minute, der ja einigermaßen knapp am Tor vorbeigeht. Ich glaube, aber das glaube ich war sogar in der ersten Halbzeit, das bringe ich jetzt vielleicht sogar durcheinander, auch noch den Fernschuss von Schönfelder, den hatten wir dann noch. Im Endeffekt war dann nicht mehr so wirklich auch was von Regensburger Seite so richtig Griffiges da. Die einzige Situation, die man mit Sicherheit noch erwähnen kann, ist diese abgepfiffene Situation von Noah Ganas. Ich glaube, etwa um die 80. Minute, 82. Minute rum, wo er sich eigentlich sehr gut durchsetzt, wo er keinen Fehler macht. Und dann pfeift der Schiedsrichter, glaube ich, Stürmerfoul. Und sonst wäre er alleine auf den Torhüter zugelaufen, auf Christian Ortag, und hätte da vielleicht auch auf 2:0 stellen können. Ja, da habe ich mich sehr geärgert. Also ich glaube, es war sogar noch ein bisschen später, ehrlich gesagt. Und in der Realtime war das für mich gar nichts. Und wenn man bedenkt, dass der Schiedsrichter das ganze Spiel über wirklich sehr, sehr viel durchgewunken hat und sehr, sehr lange in diesem Spiel eigentlich so gar keine Lust drauf hat, irgendwas zu pfeifen, fand ich das dann arg übertrieben. Wie gesagt, ich habe jetzt immer noch kein TV-Bild gesehen, deshalb ärgere ich mich immer noch drüber. Wobei das natürlich jetzt mit dem Sieg im Rücken ein bisschen verfliegt. Wir hatten auch noch eine gute Gelegenheit durch Feed, der mal in den Strafraum reingegangen ist, dann noch einen ausgespielt hat und dann leider wurde sein Schuss geblockt. Da hätte es auch klingeln können. Aber so oder so, wir haben uns dann so ab der 65. rum auch deutlich besser wieder gefangen, haben dann vermehrt auch mal versucht, Konter zu initiieren. Und da ist mir dann auch schon wieder deutlich wohler gewesen. Genauso ist es. Und im Endeffekt, wie du es dann recht letztendlich gesagt hast, wurde es nochmal hitzig. Auch immer wieder zwischendurch, aber letztendlich haben es die Regensburger souverän über die Zeit geschaukelt, in Anführungszeichen. Ja, und so stehen jetzt die ersten 3 Punkte auf der Habenseite. Und ich blicke tatsächlich noch ganz kurz auf unseren Schmierzettel, so nenne ich es mal, und bin ein bisschen überrascht, denn es ist das 2. Spiel in Folge, wo Andi Geibel keine gelbe Karte bekommt. Ja, das ist erstaunlich. Müssen wir mal ein bisschen in den Statistiken forschen, ob es das überhaupt schon mal gegeben hat. Nein, also allgemein war es ja so, dass wir in Hannover gab es ja gar keine und heute hat es auch lange gedauert, bis es überhaupt mal gelb gab. Die erste der Saison war dann Schönfelder, der sie sich redlich verdient hat und die auch absolut notwendig war, weil er damit einen sehr, sehr guten Konter unterbunden hat. Also im Laufe des Spiels haben wir dann noch ein bisschen was angesammelt, Dominik Kota auch noch, ja. Wegen Schwalbe angeblich. Wegen Schwalbe angeblich, richtig, genau. Jetzt weiß ich nicht, Lukas, was ist denn dein Spieler des Spiels? Sollen wir uns das noch anschauen? Sowohl positiv als auch negativ, ist da jemand aufgefallen? Also negativ, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir eigentlich fast keiner aufgefallen. Ich fand auch, wenn wir da vielleicht unterschiedlicher Meinung sind, Christian Kühlwetter gar nicht schlecht. Der hat sich gut aufgerieben da vorne, ist vielleicht in Anführungszeichen nicht so wirklich ins Spiel gekommen, hat aber viele Meter gemacht, war vielleicht nicht sein glücklichstes Spiel, aber fand ihn da wirklich nicht schlecht. Für mich herausragend natürlich Kota durch das Tor, aber gerade im Verbund da auch über die linke Seite mit Schönfelder immer wieder da wirklich Gas gegeben und hat da wirklich Betrieb gemacht. Und natürlich Kai Bröger. Das hat man aber auch, glaube ich, durch die Auswechslung gemerkt. Auch das Publikum war ja dementsprechend auch mit Standing Ovations bedacht. Genauso auch bei Bene Salla. Also es ist da schwer, einen Positiven herauszunehmen. Ich glaube, es war am Ende, und so kann man es wirklich sagen, eine sehr gute geschlossene Mannschaftsleistung. Ja, das stimmt. Also ich hätte jetzt auch Kai Brüger im Zweifelsfall tatsächlich genannt. Einfach, er ist ein Kampfschwein. Und ich habe mich darauf gefreut, ihn jetzt das erste Mal dann auch live zu sehen in unserem Trikot. Bin nicht enttäuscht worden. Er hat genau das gezeigt, was ich erwartet habe und was er auch oft genug gegen uns gezeigt hat. Da habe ich ihn gehasst. Ich glaube, das kann fast jeder Jahren-Fan irgendwie so bestätigen oder nicht nur jeder Jahren-Fan. Also das ist halt ein Spieler einfach, wo man sagt, okay, den, wenn du gegen dich hast, das ist einfach sehr unangenehm, aber wenn der für dich spielt,
Das feiere ich schon ab. Also da muss ich schon sagen, der hat mich heute nicht enttäuscht, war sehr, sehr gut. Bei Kühlwetter hast du recht, da haben wir ein bisschen unterschiedliche Sicht der Dinge. Was ich ihm schon auch nicht absprechen möchte, das ist mir auch sehr positiv in der ersten Halbzeit aufgefallen, ist schon auch ein Antreiber. Er hat oft auch mit Armbewegungen seine Leute irgendwie koordiniert und hat sie so ein bisschen in Thomas-Müller-Manier irgendwie so draufgeschickt vorne. Das hat mir gut gefallen. Ansonsten fand ich ihn tatsächlich nicht so gut ins Spiel eingebunden. Habe ja auch in der Übertragung ja so gesagt, dass er da für mich schon abgefallen ist. Aber, ich meine, das war jetzt sein erstes Spiel von Beginn an, das ist ein Neuzugang. Das wird schon noch kommen. Also das muss man auch sagen, der hat ja noch einige Spiele vor sich und da wird auch der Knoten platzen aus meiner Sicht. Genau, und trotzdem finde ich schon, dass ganz leichte Automatismen zu erkennen sind. Auch Bräunig hat immer wieder versucht, Kühlwetter zu finden. Hat noch nicht wirklich gut funktioniert, muss man auch dazu sagen. Aber da auch immer mehr, dass da dieses Zusammenspiel und die Chemie stimmt. Über die Außenpositionen, glaube ich, braucht man nicht reden, insbesondere über Schönfelder und Kota. Das hat schon wirklich sehr gut harmoniert. Auch immer wieder als dritte Komponente mit Feed. Also ich glaube, da können wir schon positiv in die Zukunft blicken. Und jetzt, wie gesagt, haben wir mal die ersten 3 Punkte auf der Habenseite. Und dann schaut doch dieser Saisonstart gleich schon mal viel, viel positiver aus. Definitiv. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort. Und damit können wir euch, glaube ich, tatsächlich auch guten Gewissens und guten Herzens ins Wochenende entlassen. Schön über die rechte Seite jetzt. Da können sie sich vielleicht durchsetzen im Zweikampf. Ball kommt der rein. Flanke kommt. Malola! Erste Riesenchance. Gleich mal durch Christian Kühlwetter. Und Schönfelder täuscht nur an. Es macht Geipel. Flach. Ja. Flach auf den kurzen Pfosten und dann bringt aber ein Ulmer sein Bein dazwischen auf Kosten einer Ecke. Trotzdem, da musste er ran, denn das hätte sonst für erhöhte Gefahr gesorgt. Und jetzt will man trotzdem aufpassen, weil Ulm gerade über die linke Außenmacht kommt. Ernst, das war richtig stark. Packt da die Grätsche aus, kurz hinter der Mittellinie. Hat da seinem Gegner auch noch einen mitgegeben, aber trotzdem alles fair, Ball gespielt. Und das sah natürlich richtig, richtig gut aus, wie er den da, weggeflext hat. Zentrale Position, sind aber bestimmt 35 Meter bis zum Tor. Geipel, ja, spielt ihn hinter. Dann kommt der Ball in den Strafraum, da ist Bräunig. Und jetzt Kota! Ja! Kota mit der Direktabnahme, haut er das Ding unter die Latte. Sehr, sehr stark, nachdem zunächst Bräunig noch Aktien drin hatte. Und dann blickt der Ball sozusagen, springt er frei durch den Strafraum. Und Dominik Kota erzielt hier sein erstes Zweitligator. Und sagt Dankeschön, das Ding, das prügel ich mal so richtig rein. Und jetzt müssen wir aufpassen, Ulm marschiert in unsere Richtung unseres Strafraums. Benesala muss da ran, Ball ist bei Hiegel, der schießt und Gebhardt ist da. Gebhardt muss da auch ran, ist stinkwütend, pfeift seine Mannen da zusammen. Und die Ulmer bauen jetzt auf über die linke Seite, werden wieder mutiger, aber in diesem Moment, da gibt es das klare Foul. Jetzt hat vielleicht Kühlwetter im 16er, hat verspringt ihm dabei. Oh Mann! Eine Riesensituation aus dem Nichts. Wir waren gerade noch ein bisschen bei Kai Brüger, weil der da zu Boden gegangen ist. Dachten eigentlich, da gibt es den Freistoß. Und dann, wie aus dem Nichts, steht Kühlwetter alleine vor Christian Oartag. Und dann verspringt ihm der Ball. Dann kommt auch noch ein Innenverteidiger dazwischen. Und dann ist es letztendlich leider kein zählbarer Erfolg für die Regensburger. Mensch, Andi, das wäre es gewesen. Ja, Feed auch richtig gut. Jetzt haben wir uns mal gut befreit. Ernst, das muss schneller gehen. Komm, Brüger, jawohl. Brüger hat mal Platz jetzt. Komm, probier mal die Flanke. Ja, die ist nicht verkehrt. Und jetzt Feed. Oh, Feed. Nein. Da zieht er nochmal nach innen. Und jetzt muss man aufpassen. Kommt da 3-2. Oh, was ist hier los? Jetzt ist hier gerade offenes Visier von beiden Mannschaften. Ulm kommt schon wieder. Ja, Schönfelder kann das Foul nicht ziehen. Der hat gerade noch gemerkt, dass er schon gelb hat. Und jetzt ist aber Ballas da und jetzt ist Kota da und das Ganze beruhigt sich ein bisschen. Dann Kota kann ihn nicht annehmen. Geipel, Achtung, Ball an der Mittellinie. Jawohl, Brüger geht da wieder hart dazwischen. Jawohl, stark, jetzt von Ernst. Na, jetzt pfeift das oder was? Eine halbe Stunde später. Auf den zweiten Posten gezogen, Kopfball. Da ist Ziegele, der wird da ganz schön hart angegangen. Jetzt gibt es Stürmerfoul. Das kann ich nicht verstehen. Spielen an der Mittellinie, gerade ein bisschen klein, das war ein übler Ballverlust. Und jetzt kommt der Ball für Noah Ganaus in die Spitze. Noah Ganaus auf dem Weg in Richtung Tor. Ah, Ganaus! Dann wieder in letzter Instanz abgegrätscht. Aber zweiter Ball wieder bei den Ulmern. Ja, super gemacht von den Regensburgern. Und jetzt im Verbund können sie es lösen. Und der Ball geht hoch und weit nach draußen auf Ganaus. Kann er sich durchsetzen? Ganaus, komm! Ah, und jetzt was? Ach, komm! Das war ein
vollkommen fairer Zweikampf von Garner aus. Er wäre allein aufs Tor zugelaufen. Die komplette Westtribüne eskaliert, auch die Hans Jakob, weil das niemand im Stadion so gesehen hat, außer dem Schiedsrichter, dass das jetzt ein Foul war. Es gibt auch eine Verwarnung jetzt unten für Achim Beierlorz, auch der wütend aufgesprungen. Das gibt's doch nicht. Es geht immer noch weiter. Wieder Regensburg im Ballbesitz. Wieder schlagen sie den Ball raus. Ja! Und das sind die ersten drei Punkte. Jawohl!